So, was haben wir denn hier? Ja, so langsam müsste aber irgendwie mal ein Angebot kommen oder so. Für ein richtig gutes Team. Mein Interesse wächst und wächst und wächst. Also wir haben im September wohl noch mal Zeit hier auf die ganzen Teams einzuwirken, aber am liebsten würde ich wirklich so einen Sprung machen in so ein besseres Team, was also CNT Pro fährt, in der Hoffnung, dass ich mal in stärkere Rennen reinkomme, weil das ist halt schon arg mau, wobei wenn das hier nur Sprinter sind, die Top-Leute bei dem. Da gefällt mir sowas schon besser. Aber da sind nur Italiener, glaube ich. Nee, fast nur Italiener. Ja, die Frage ist, Rangliste. Da bin ich ja immer am Kämpfen. Da. Seit wann ist die denn da? Ist gerade eine gute Frage. Da sieht man mal, wie schlecht ich wirklich bin. Ah, ne, das ist nur die SIA World Tour. Da bin ich sogar Neunter von den Punkten her. Super Prestige bin ich 82. von den Punkten her. Also da sieht man mal hier so 2900 gegen meine 400. Ja, die Rangliste, die gibt's, aber die war beim letzten Durchgucken, habe ich keine Rangliste gefunden. Ich hatte die Regeln, ich hatte, was hatte ich denn da? Moment, ich bin gerade am gucken, wo ich da war. Also ich hatte die Regeln, Rennen und Rangliste, genau. Das hier habe ich geguckt. Und der Knopf, ich weiß gar nicht, ob der da war. Ich glaube, der kommt erst mit der Zeit, wenn dann wirklich auch Punkte und so weiter da sind. Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher. Kann auch sein, dass ich den einfach nur in meinem Blindsein, wie ich halt öfter mal bin, einfach übersehen habe. Also ich würde ja sagen, wenn ich mir das hier so angucke. Ne, irgendwie. Ich weiß gerade nicht, wo ich gerade gucken soll. Ich bin gerade ein bisschen so durch. Genau, Prognose nächste Saison für die Continental. So, die sind drin, die sind drin. Hardini ist drin. Die steigen auf, die steigen auf, die steigen ab. Und die würden weiter Continental fahren und Sudisk wird absteigen. Und Kern Pharma auch interessant. Ich glaube, die machen uns ein Angebot. Und Alpecin kommt hoch in die Pro Tour.
Also die würden uns hier auch nehmen, die wären aber gar keins mehr. Die hier würden aber eins und die würden mir sogar einen Vertrag geben. Also die sind interessiert, grün. Kann sein, dass ich von denen ein Vertragsangebot kriege, das würde ich dann auch annehmen, weil die fahren nächste Saison pro Wertung. Und die haben Bergfahrer. Da haben wir doch einen Plan. Endlich mal, dass wir wissen, worauf wir gucken. So, dann geht's weiter hier mit dieser tollen Etappe, wo ich noch nicht genau weiß, was ich davon halten soll. Die ist 87 Kilometer lang. Die verwirrt mich, diese Etappe. Ich habe so das Gefühl, das ist ein Zeitfahren. Aber das ist scheinbar eine richtige Etappe. Ich bin verwirrt. Ja, aber ich bin kein Kopfsteinpflasterfahrer. Ich will auf keinen Kopfsteinpflaster. Keine Ahnung, was das hier für eine Etappe ist. Die ist ein bisschen kurz und die hat einen Berg und die hat einen Sprint und die hat einen Anstieg zum Ziel. Was willst du damit sagen? Bist vielleicht den Kopfsteinpflaster gewinnen? Das verstehe ich irgendwie nicht ganz. Also Kopfsteinpflasterfahrer bin ich nicht. Wie man hier sieht, habe ich Kopfsteinpflaster 58. Müsste da mal ein paar Punkte reinmachen, aber ich konnte irgendwie keine Punkte mehr vergeben. Mein letztes Level up auf Level 7 konnte ich keine Punkte mehr vergeben. Ich denke, das wird jetzt irgendwie nur noch die geraden Levelpunkte geben oder so. Wahrscheinlich muss ich 8 werden, dass ich wieder was vergeben kann. Dass ich nicht gleich hochskille und bin 90 mit 20 im Berg oder so. Nee, ich suche halt ein schönes Bergteam, wo ich dann halt auch mal ein paar Helfer habe, wo ich da vorne sagen kann, hier alle vor mich. Zieht mal an den Berg hoch und alles andere hinter mir verreckt nach und nach. Und ich kann chillen. Und kann dann den finalen Sprint gehen, wo alle anderen nicht mehr mit können. Weil momentan habe ich ja Helfer, die im Berg sterben. Das ist für einen Bergfahrer nicht gut, wenn er Helfer hat, die im Berg sterben. So, es kommt ein Sprint, an dem wir nicht teilnehmen, weil 11 Leute vor uns schon drüber sind. Dann kommt eine Bergwertung, an der wir nicht teilnehmen, weil 11 Leute vor uns schon drüber sind.
Das ist auch immer super, dass die Helfer immer der Meinung sind, sie müssten vor dir über den Strich fahren und die Punkte abkassieren. Anstatt einfach dich, der da eh führender ist, drüber fahren zu lassen. Weil ich glaube, es gab eh keine mehr. Da waren viel zu viele vor uns. Sorry. Dieses Geräuspere ist einfach nur der späten Uhrzeit zu verdanken. Die Stimme mal wieder frei machen. So, 20 Kilometer berghoch. Zum Sprint. Alle treten rein wie bekloppt, wir folgen. So, wen haben wir da? Pause. Also das ist einer von den Favoriten. Da ist der andere. Weil wir müssen aufpassen, dass wir uns ans richtige Hinterrad hängen, falls da einer meint, er muss hier groß Action machen. Die Wolken helfen sehr bei der Übersichtlichkeit dieser Etappe und der Zielankunft. Also ich bin mir nicht so sicher, was die vorhaben. Ah. Stimmt, da war was. Da war was. Was ist das hier nochmal? Temporäre Anzeige durch Halten der Ende-Taste und das ist permanente Anzeigen. Ja, eigentlich wusste ich das mal und hab's trotzdem wieder vergessen. Jetzt ist nur das Problem, wo ist die Ende-Taste? Da. Hervorzüglich. So, lassen wir mal wieder laufen. Vielen Dank für den Tipp, AK. Oh, Angriff. Sechs Kilometer vom Ziel, sollen wir wirklich? Ich glaube, wir sollen. Okay, die geben auf, der tritt weiter rein.
es ist so eine Sache. Es ist so eine Sache. Ich würde mich gern irgendwie dranhängen, aber das Problem ist, dranhängen geht noch nicht. Da wollen sie wieder. Darf mich auch nicht müde fahren lassen jetzt. Muss aufpassen. Ist schon wieder verlaufen. So, da geht's. Was macht denn der Bunz da vorne? Du sollst dem hier folgen. Machst du das oder machst du das nicht? Das wird nix. Das wird nix. Schweiner, die haben mich müde gefahren. Ich habe den Angriff nicht gemacht und haben die mich müde gefahren. Und was der Bunz da vorne mitgemacht hat, ganz im Ernst, was der da geschafft hat, weiß ich gar nicht. Der war irgendwie vorne und dann wieder doch nicht und dann doch und dann greift er an und dann sprintet er. Ich bin verwirrt. Es wird spät. So, wir haben trotzdem noch, glaube ich, genügend Vorsprung. Weil wir kamen ja zur selben Zeit rein. Der kriegt, ich weiß ja nicht mal, ob der eine Gutschrift gekriegt hat, weil es ein Hügel war. Jetzt kommt aber sowas wie ein Zeitfahren. Glaube ich. Das kann ich auch noch nicht. Da bin ich immer noch am gucken, wie ich es genau hinkriege. Das eine oder andere kriege ich mittlerweile hin, aber noch nicht alles. Das hier könnte ich sogar hinkriegen von der Länge, ja. Schauen wir mal, ob wir mittlerweile Zeit fahren können. So, wir sollen mal wieder eine Etappe gewinnen. Das sind immer so die kleinen Ziele, die sie uns stecken. Eigentlich kann ich von ausgehen, ich soll immer alles gewinnen. Was ich halt schade finde, ist, dass die KI hier auch keine Hilfe ist. Also um reinzufinden, wenn die jetzt gleich losfährt, geht der rote Balken gleich ganz weg. Dann kommt er leicht wieder und dann fährt er leer. Oder auch nicht. Manchmal schon seltsam. Bin mal gespannt, ob wir es hinkriegen. Weil ich weiß halt auch nie, also ein Prolog ist das ja nicht, das ist ein kurzes Zeitfahren, aber welchen Balken der da jetzt zieht für dieses Rennen? Den roten oder den gelben? Ich habe irgendwann mal gelernt, es ist immer der gelbe. Aber da musste ich mich eines Besseren belehren lassen, ist es eben nicht.
War mal so gut im Zeitfahren früher. Und dann haben sie so eine Änderung gemacht und ich krieg's nicht mehr hin. Also falls da irgendjemand weiß, wie es geht, ich bin für Tipps echt dankbar. So, ich drehe mal auf, weil es bergab geht. Okay, gegen die KI ist es zu harmlos, da muss ich mehr aufdrehen. Oder weniger aufdrehen. Ja, das ist ja genau das Problem. Also wenn es der gelbe ist, ist alles im grünen Bereich. Wenn es der rote ist, habe ich ein Problem. Der ist nämlich leer. Ich würde ja sagen... Ach, keine Ahnung. Okay, wir haben gewonnen. Keine Ahnung wie, aber wir haben gewonnen. Es ist, die haben das so verwirrend gemacht mit den ganzen Balken da. Also früher war das so schön einfach, dass ein Balken, die Wegstrecke, der Balken, beides musste in etwa auf gleicher Höhe sein. Kam es ins Ziel, war es der Erste. Hier, keine Ahnung. So, aber wir sind scheinbar der beste Zeitfahrer, wir haben gewonnen. Ich weiß zwar nicht wie, aber ja.